Jetzt aber im speziellen Fall dieser Spiritualität würde ich sagen, Hitler ist ein verhinderter Spiritueller und er hat das, was in die inneren Ebenen gehört, auf den äußeren Ebenen, ich beschloss Politiker zu werden, durchzusetzen versucht. Das ist meiner Ansicht nach der Hauptfehler. Da müssen wir hinschauen, wir Deutschen im Wesentlichen, damit wir das verstehen. Wenn wir ihn von vornherein verteufeln, werden wir ihm nicht gerecht. Seine überraschenden Bekenntnisse sind für ihn nur die konsequente Fortentwicklung der Ideen von 68. Irgendwie sei er falsch verstanden worden, auch beim Thema Kapitalismus und Arbeiterklasse. Manchmal denke ich, dass Rainer ein gefühlsarmer Kopfmensch ist. Manchmal denke ich, das könnte auch mit dem Thema zu tun haben. Zumal du weißt, wie sehr ich mich bemühe, das Sanfte einzuüben, auch um Anschluss zu finden an die Szene, von der man nicht weiß, ob sie überhaupt gemerkt hat, dass Krieg war. Es geht also um die sich wie ein Lauffeuer ausbreitende esoterische Gemeinde. Wer weiß das nicht, wo früher linke Bücher verkauft wurden, sitzen heute im Duft süßer Schwaden, sanft lächelnde Menschen, zwischen Tarotkarten, Steinen und mystischer Literatur. Trotz einiger hundert Jahre Vernunft wächst das spirituelle Potenzial genauso schnell wie die fachliche Kompetenz der Konsumenten. Drei Viertel der Deutschen glaubt, von etwas Höherem ferngelenkt zu sein. Aber nur die Hälfte glaubt noch an den biblischen Gott. Kosmische Kraftfelder und Karmas konkurrieren immer erfolgreicher gegen die Auferstehung Jesu, die ja auch ein ganz gutes Angebot ist. Und während ein Philosoph über die Menschenzüchtung in der Genmanufaktur nachdenkt, werden unzählige Kinder bereits nach dem Horoskop gezüchtet. Wir wollten einen Krebs und wir werden schon darauf achten, dass du dich benimmst wie ein Krebs oder willst du uns blamieren? Die Renner sind die 10 Bände der Prophezeiung der Celestine, ist mir im Buchladen Schanze erzählt worden. Die verkaufen die aber nicht da. Die werden nur so, das ist eine linke Buchhandlung, aber die werden nur so oft danach gefragt. Ihnen geht also viel Geschäft. Jeder Band ein Welterfolg. Dazu gibt es das Buch Celestine Erfahrung, in dem die Erleuchteten selbst zu Wort kommen. Diese Briefe sind nützlich, wenn man das Massenphänomen verstehen will. Wir werden einige von ihnen gekürzt vortragen. Nicht die schlimmsten, nur die normalen. Thomas liest jetzt nur Originaltext der esoterischen Briefe. Alles hat Sinn, alles ist Vorsehung oder Fügung einer kosmischen Ordnung. Alles ist gut, weil es geschieht. Alexandra aus Wien ist eine Anfängerin. Sie lernt aus einem inneren Gefühl heraus meinen Traumpartner kennen, mit dem sie ein Kosmetikstudio führt. Der Laden läuft gut, sie kaufen zusätzlich andere Filialen. Als sie reich sind, erkennt sie, das gute Geschäft ist die einzig wirkliche Chance in der heutigen Zeit, um glücklich zu sein. Das ist wahre Mystik. Weitruhen spricht für viele, die jetzt aufatmen. Ich war Marxistin. Deshalb richtete sich so viel Hass gegen mich. Jetzt kann ich mich nicht mehr von der Vorstellung freimachen, mal schnell etwas mehr Geld zu haben. Damit ist sie bei der Esoterik gut aufgehoben. Ich begann ganz anders zu denken, positiv zu denken. Niemand ist besser oder schlechter als du. Jeder hat nur seine Aufgabe im Gebilde des großen Universums. Ihr Schuldgefühl ist weg, weil das Universum ohne ethische, solidarische oder moralische Kategorie ist, ob jemand foltert oder gefoltert wird. Jeder hat seine Aufgabe. Von der Vorsehung erhalten. Da alles Materie und Energie ist, verliebt Pierre, 36, sich nicht einfach Hals über Kopf, weil ihn jemand fasziniert. Esoterisch geht das anders. Er hat es auf Maria abgesehen und fühlt in ihrer Nähe einen unbeschreiblichen Energieanstieg.
Nun will er Maria auch seine Energie geben. Fällt dabei aber in ein energetisches Loch. Sodass ich letztendlich von meiner Quelle abgeschnitten bin. Das Liebesgeflüster der beiden Atomkraftwerke endet leider im Streit. Genauer gesagt war ein Machtkampf um Energie entstanden. Der führt zu einem Energieraub und einem starken Energieverlust. Er fährt in Urlaub, um neue Bohrlöcher anzuzapfen. Er findet eine Quelle, doch durch den Energieverlust hatten sich gravierende physische Beschwerden eingestellt, die nicht durch neue Energieaufnahme behoben wurden. Pierre kommt zurück, Maria sucht das Weite und er fällt vom Netz. Er fällt diesmal tatsächlich in eine tiefe Depression. Er säuft und greift nach Suizidtabletten. Sein Freund rettet ihm das Leben. Er hält das für eine Fügung und ist bald wieder ganz der Alte. Er nimmt Energieströme nun ganz bewusst und klar auf und fühlt eine große energetische Verbundenheit zum Kosmos und zu uns allen. Wir leben hier, wie der Mensch auch in seiner Verzweiflung, nur noch ein Skelett aus Materie und Energie ist, ein Stück beseelter Industrieproduktion. Jürgen aus Gärtringen will Frauen aufreißen und dröhnt sie mit esoterischem Geschwafel voll und deshalb hat keiner was von ihm wissen wollen. Er möchte aber trotzdem den Glauben nicht aufgeben, dass es die Frau gibt, die für eine spirituelle Weiterentwicklung aufgeschlossen ist. Sie muss allerdings einiges mitbringen. Sie hat frei von dogmatischen Glaubensbekenntnissen zu sein, damit sie seinen Monologen ohne Widerworte lauscht. Sie soll finanziell unabhängig sein. Nicht, dass sie mich mit Geld unterstützen müsste. Aber schlecht wäre das sicher nicht. Zudem sollte sie noch gut aussehen, denn nur auf die inneren Werte, das war mir aus langer Erfahrung bekannt, kann ich nicht bauen. Hübsch soll sie sein und? Dazu sollte sie jemand sein, mit dem man Pferde stehlen könnte. Sie hat also auch noch mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Eines fehlt noch. Auch die sexuelle Komponente sollte nicht außen vor bleiben. Leider findet er eine Frau. Dies war wohl mehr eine Fügung und nicht nur Zufall. Wahrscheinlich. Auch hier keine Mystik, zu der es heute nach dem Gang durch Aufklärung, Mathematik und so weiter keine Rückkehr gibt. Bei Jürgen werden Frauen, wie im Geschäftsleben, einer Warenprüfung unterzogen und sie haben sich ihm in allen Belangen zu unterwerfen. Der Meister sagt dazu, die Natur sieht im Vater die Leistung, und in der Mutter die Demut der Erde, auf der dann natürlich herumgepflanzt werden kann. Ganz oben angekommen in einer Kultur, in der jeder nur noch an sich selbst denkt, ist Heidi aus Hamburg. Ihr fällt alles leicht durch ihre sehr unlogische Art. Einfach Hinweisen zu folgen, ohne dass mein Kopf sich gleich einmischt und das Ganze ad absurdum führt. Weg mit dem Verstand, von Birgit erfährt sie ganz viele neue Dinge. Das keltische Gedankengut, die Nebel von Avalon, die Mondzyklen und die weiblichen Rituale, aber auch Erdständigkeit. Eines Tages geht die Wohnungstür auf und ein Mann betritt den Raum. Thor. Der germanische Gott des Donners. Donner, Blitz, physikalische Gesetze. Thor ist wirklich Physiker. Ich lernte von ihm so viel über Energie. Der rapide Verfall des Verstandes erscheint ihr naturwissenschaftlich logisch. Die Menschen sind verstandesmüde geworden. Die linke Gehirnhälfte hat sich überdimensional entwickelt und der Mensch kippt sozusagen zur Seite. Sein Gleichgewicht kann er nur erlangen, wenn er sich schnellstens wieder seine irrationale Seite zurückholt. Klar, Heidi hat keine Lust mehr auf irgendetwas Theoretisches. Nicht mehr denken, kein Widerstand, keine Solidarität. In unserer neuen Kultur werden Menschen sich nur noch um sich bemühen. Statt um sterbende Kinder in Afrika. Nur noch um die eigene Entwicklung. Eine spannende Vorstellung. So, wir haben die hohe Stufe des allseits egoistischen Menschen erlebt, der zudem noch beseelt ist von der Treibjagd auf den kritischen und humanistischen Verstand. Die Esoterik ist damit einerseits nur eine Kopie des sozialdarwinistischen und solidarischen Lebens, aber sie spiritualisiert den Darwinismus, spricht ihn heilig und befreit so den egoistischen Vorteil von Selbstzweifel und Scham.
Die Attraktivität liegt auf der Hand. Der nach einer festen Ordnung rufende autoritäre Charakter bekommt sie im Pantheismus, in dem Gott und Weltall eins sind, und er darf sich auf Erden gleichzeitig auf Kosten anderer bereichern, wie er lustig ist. Der Vorteil ist, das Universum aus Materie und Energie kann den Unterschied von Gut und Böse nicht erfassen. Das Credo, alles ist gut, weil es geschieht, kann kein Argument mehr gegen Auschwitz kennen. Die Lehre verlangt sogar zwanghaft, auch an Auschwitz die positive Energie zu erkennen. Deshalb ist Esoteriker Langhans kein Unikum, sondern er hat den Kern der Lehre angesprochen, als er sagte, Konzentrationslager waren spiritualistisch hocherregte Felder und der Nationalsozialismus war ein Ausbruch, eine neue Religion, ein Erlebnis und ein ehrenwerter Versuch. Ich habe mich da durchgequält durch die ESO-Literatur. Sie ist voller Antisemitismus und biologistischem Rassismus. Das Karma tut ein Übriges. Der ehemalige britische Fußballtrainer, ein Esoteriker, sagte, Behinderte müssen büßen für Verfehlungen in einem früheren Leben. So will es das Karma. Zum einen werden Menschen, die den eigenen Normvorstellungen nicht entsprechen, eiskalt stigmatisiert als Ausdruck des Bösen, an dem sie noch selber schuld sind. Zum anderen gilt generell, ist das Schicksal durch ein früheres Leben vorherbestimmt? Hat der Hungernde seinen Hungertod verdient, so wie der Reiche sein Reichtum verdient hat? Für den, der gut lebt, ist das Karma eine hervorragende Beseitigung des schlechten Gewissens. Für den, der schlecht lebt, ist eine noch härtere persönliche Schuld vorgesehen als beim Protestantismus. Nicht jeder versponnene Tarotkartenleger oder Sterndeuter wird auf solchen Trips sein. Sie proben nur spielerisch ihre Fremdbestimmung über Karten und Sterne mit einem Maß an Autonomie. Man kann noch mal mischen und den Aszendenten dazu holen, so lange, bis was passt. Die Tür zu anderen esoterischen Angeboten ist nur weiter geöffnet als bei Menschen, die auch spielerisch keine Lust auf die Einübung ihrer Fremdbestimmung haben. Applaus.